Seit Anfang dieser Woche kennen wir also den neuen ÖFB-Teamchef. Marcel Koller folgt also Didi Constantini nach. Ein Übergang, der wieder einmal beweist, wie schnelllebig das Trainergeschäft sein kann. Und wer kommt da? Das ist Fußball für Österreich! Bravo. 12. Oktober 2011. Die ÖFB-Trainerwelt ist noch heil. Ein hochdramatisches 4:4 in Belgien, davor zwei Heimsiege gegen Kasachstan und Aserbaidschan. Die EM 2012 ist ein Stück näher gerückt. 5 Monate und 2 Spiele später, nach 2:0 Niederlagen gegen Belgien und in der Türkei, sind Polen und die Ukraine plötzlich in weiter Ferne. Trotzdem ist für den Präsidenten fast alles gut. Wir werden hier für Kontinuität sorgen. Das heißt, Didi Constantini bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Qualifikation. Also ich gehe davon aus, dass wir keine Schnellschüsse machen. Ich werde aber im Direktorium das noch einmal abstimmen. Ich gehe aber davon aus, dass auch dort hier die Zustimmung dafür gibt. Und der Präsident möchte seinen Teamchef auch weiterhin nicht im Regen stehen lassen. Es gibt zwischen Constantini und mir ein ganz klares Commitment, dass wir hinsichtlich seiner Verlängerung die Qualifikationsspiele abwarten. Geht die Tendenz klar nach oben, dann gibt es keinen Zweifel an seiner Verlängerung. Geht sie dramatisch nach unten, dann wird es umgekehrt sein. Obwohl die Tendenz nach dem 2:6 von Gelsenkirchen gegeben scheint, bleibt alles noch beim Alten. Und jetzt nach jedem Training, nach jeder Pressekonferenz, nach jedem Spiel sofort wiederum das Schicksal abzurufen, was den Trainer betrifft, das bringt überhaupt nichts. 0:0 gegen die Türkei. Die Quali-Chance ist endgültig dahin. Und auf einmal gibt es leise Zwischentöne. Wie es weitergeht in der Teamchef-Frage, das ist, glaube ich, klar abgesteckt. Ich werde mich morgen mit Didi Constantini treffen zum Frühstück. Wir werden die Situation nüchtern analysieren und dann sozusagen uns gemeinsam vereinbaren. Wir haben anschließend dann auch Direktorium des ÖFB. Das heißt, das geht relativ kompakt morgen über die Bühne. Und ich würde sagen, die Situation ist für mich derzeit offen. Das vorläufige Ergebnis: Constantini bleibt bis zum Ende der Qualifikation im Amt. Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt mit einem Schnellschuss alles entferne. Ich muss ja schauen, bitte, dass der Betrieb wieder ordentlich weiterläuft. Und daher ist das nicht eine typisch österreichische Lösung, sondern für mich ist es die konsequente Vorgangsweise aus den vorhandenen Opportunitäten. Eine Woche später begibt sich Didi Constantini dann doch frühzeitig in Teamchefpension. Im ÖFB beginnt zunächst die Suche nach einem Anforderungsprofil und dann nach einem geeigneten Nachfolger. Wir haben ein Anforderungsprofil, wo nicht drinnen steht, er muss 36 sein oder 66, das ist alles offen. Man sucht und findet einen 50-Jährigen. Zur Überraschung vieler wird der Schweizer Marcel Koller als neuer Teamchef präsentiert. Im wenig persönlichen Messezentrum von Oberwart bekommt man bei der Erstvorstellung des Neuen eine erste Vorstellung von der Persönlichkeit des Neuen. Man kann es immer drehen, wie man glaubt und will. Man muss entscheiden, nach bestem Wissen und Gewissen, was ist die beste Lösung. Und für uns heißt es nach wie vor, wir wollen den berühmten neuen Boden legen und das heißt auch die Struktur verändern und nunmehr das Team, um das Team so aufbauen, dass wir vom Ich verstärkt zum Wir kommen. Marcel Koller wird allgemein als akribischer Arbeiter beschrieben. Eine Eigenschaft, die er brauchen wird, erwartet doch das österreichische Fußballvolk schnellstmöglich wieder Erfolgserlebnisse. Und wer kommt da? Das ist Fußball für Österreich! Bravo.